Ein Krieg auf europäischem Boden, die EU in Krisenmodus. Wir sprechen mit der Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Jetzt hat die EU gerade neue Maßnahmen angekündigt, neue Sanktionen gegen Belarus. Ist die EU bereit, Putin die Stirn zu bieten? Wir haben diesen Krieg nie gewollt. Die Ukraine hat diesen Krieg nie gewollt. Es ist in der Tat Präsident Putin, der diesen Krieg begonnen hat und der diesen Krieg führt. Wir antworten mit harten Sanktionen im Finanz- und Wirtschaftsbereich. Heute habe ich das dritte Sanktionspaket vorgeschlagen. Und es ist ein ganzes Paket von Finanzsanktionen, zum Beispiel die Abkopplung einiger russischer Banken von SWIFT bis hin zum Einfrieren von Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Aber auch zum allerersten Mal in der EU Bereitstellung von militärischer Ausrüstung für die Ukraine. Wir haben auch beschlossen, unseren Luftraum für alle russischen Flugzeuge zu schließen und wir verbieten RT und Sputnik. Und Belarus. Ja, wir weiten auch die Sanktionen gegenüber Belarus aus. Sie spiegeln im Grunde die Sanktionen wider, die wir gegenüber Russland haben. Wie weit geht die Solidarität mit der Ukraine? Wie hoch ist der Preis? Ja. Wir wissen, dass jeder Krieg einen Preis hat und die Solidarität mit der Ukraine ist sehr groß. Wenn man sich die Flüchtlinge anschaut, die in der EU aufgenommen werden, die finanzielle Unterstützung und die ganze Rüstungsunterstützung, das zeigt, dass es eine starke Solidarität mit der Ukraine gibt. Sie teilen unsere Werte, sie wollen eine friedliche Demokratie und Russland greift das an und sie verdienen unsere volle Solidarität. Während wir hier sprechen, sind viele auf den Straßen und sie fordern auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union für die Ukraine. Wir haben schon einen Prozess mit der Ukraine, der zum Beispiel darin besteht, den ukrainischen Markt in den Binnenmarkt zu integrieren. Wir haben auch eine sehr enge Zusammenarbeit beim Energienetz. Sie gehören zu uns und wir wollen sie dabei haben. Sie haben die Ukrainer erwähnt, die in die EU kommen. Tausende Menschen in Polen und in Rumänien. Haben Sie einen Masterplan? Ja, wir bereiten uns seit Wochen auf verschiedene Optionen vor. Und es gibt eine große Offenheit, diese Flüchtlinge willkommen zu heißen. Wir haben Notfallpläne mit den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und auch die, die keine Frontstaaten sind, werden Flüchtlinge aufnehmen. Und was ist mit dem EU-Flüchtlingsschutzgesetz? Wenn wir es wirklich brauchen, dann werden wir es auslösen, aber darüber müssen wir mit allen Mitgliedstaaten sprechen. Dieser Krieg scheint für Europa eine Art Wendepunkt zu sein. First of all, there is an unprecedented. Es gibt eine beispiellose Zusammenarbeit und ein Zusammenhalt aller Demokratien, unsere amerikanischen Freunde, Großbritannien, Kanada, Japan, Südkorea, Australien. Das zeigt, dass wir gemeinsam die Demokratie verteidigen. Es ist wichtig, dass wir unsere Friedensordnung verteidigen und dass wir als Europäische Union ganz klar sagen, dass wir auf europäischem Boden nicht dulden, dass unsere Werte mit Füßen getreten werden. Haben Sie Vertrauen in die Gespräche, in die Friedensgespräche und können Sie Putin trauen? Es ist wichtig, dass die ukrainische Seite den Friedensgesprächen zustimmt. Es ist immer besser, Friedensgespräche zu führen. Was das Vertrauen in Präsident Putin angeht, das ist gebrochen. Okay. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, thank you so much for joining us on Euronews. Thank you for having me.